Hum, eine mittelalterliche Stadt in der westkroatischen Region Istriens, ist die kleinste Stadt der Welt. Zwei kleine Gassen und drei Häuserreihen mit nur 28 Einwohnern. Das ist Hum. Nur 35 Kilometer von Opatija entfernt bietet es sich als beliebtes Ziel für Tagesausflüge an. Die ersten Siedlungen entstanden schon im Frühchristentum. Im 11. Jahrhundert wurde die Festung und eine erste Reihe der Häuser errichtet, welche den Charakter und das Aussehen der Stadt bis heute prägt. Hum wurde erstmals im Jahre 1102 unter dem Namen Castrum Colm urkundlich erwähnt und war in seiner langen Geschichte einer der kulturellen Zentren Istriens. Seit dem 16. Jahrhundert wurde an einem Steintisch in der Loggia über mehrere Jahrzehnte hinweg der Gemeinderat für ein Jahr gewählt. Diese Zeremonie wurde 1997 wieder eingeführt und wird jedes Jahr im Frühsommer abgehalten. Die Einwohner, die mit einer Aktion eines Nachbarn zufrieden sind, fügen Kerben auf dessen Holzstab hinzu. Wer am Ende eines Jahres über die meisten Kerben verfügt, wird der neue Bürgermeister. Kulinarisch verwöhnt die kleine Stadt ihre Besucher mit istrischen Köstlichkeiten. In der kleinen Konobar Humska, mitten in der Altstadt, werden Trüffelspezialitäten, istrische Weine und der berühmte Biska, ein aus Misteln hergestellter Schnaps, angeboten. Durch das alte Stadttor gelangt man in die Altstadt von Hum, wo viele Attraktionen wie der Kirchturm, die Marie-Himmelfahrtskirche, das Lapidarium und die Hum-Galerie zu sehen sind. Schrifttafeln in glagolitischer Schrift findet man noch heute auf Tafeln in der Stadt verteilt. Diese nur in Kroatien verwendete Schrift wurde in der Gegend um Hum sogar noch bis Anfang des 19. Jahrhunderts verwendet. Die barocke Kirche Maria Himmelfahrt wurde an der Stelle einer alten, aus dem 13. Jahrhundert stammenden Kirche erbaut. Im Kircheninneren befinden sich fünf reichlich geschmückte Marmoraltäre und kostbare Gemälde. Hum, die kleinste Stadt der Welt, ist zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert.